Genau, ich möchte Ihnen heute eine Geschichte erzählen. Und zwar nicht nur eine fiktive Geschichte, sondern eine wahre Geschichte. Und eine Geschichte, die nicht weit weg passiert ist, sondern direkt hier in Berlin. Und die Geschichte heißt, wie flache Hierarchien fast mein Startup zerstörten. Und wie wir daraus danach eine profitable Multimillionenfirma geworden sind. Und um die Geschichte zu verstehen, werde ich ein bisschen Kontext geben am Anfang und dann erzählen, warum wir überhaupt eine flache Hierarchie einführen wollten und dann, warum das schiefgegangen ist und wie wir dann wieder aus diesem ganzen Schlamassel rausgekommen sind. Also, erstmal über mich. Ich bin Gründerin von Career Foundry. Wir sind ein Bildungsunternehmen und zwar lehren wir die nachgefragtesten digitalen Skills. Und wir haben derzeit 40 Mitarbeiter in Berlin, haben 6 Millionen Euro in Venture Capital aufgenommen und haben Kunden in ungefähr 80 Ländern weltweit. Also wir sind nicht nur in Berlin. Und zuvor war ich, wurde schon gesagt, bei Rocket und auch bei Axel Springer. Und bei Axel Springer wollten wir damals in 2013 150 digitale Fachkräfte einstellen. Und das war komplett unmöglich, weil es diese Fachkräfte nicht gibt. Es gibt so einen riesen Fachkräftemangel und die Managing Editorin von LinkedIn sagt, es wird extrem viele Jobs in der Zukunft geben, bloß werden wir nicht die richtigen Skills haben, diese Jobs zu machen. Das wurde gerade eben auch schon erzählt und das ist auch schon heute so. Ich habe mal geguckt bei der Arbeitsagentur und da haben wir gerade 97.000 offene IT-Stellen und das ist von letztem Monat und das sind 15% mehr als im Vorjahr. Also es gibt jede Menge Jobs, es gibt bloß nicht genug Menschen, die diese Jobs machen können. Und genau darum kümmern wir uns mit Career Foundry. Und wir lehren UX-Design, UI-Design und Softwareentwicklung. Das sind so diese nachgefragtesten digitalen Skills. Übrigens ganz kurz, bevor wir dorthin kommen, also ich bin online und auf Social Medien überall unter Raffaela Rein zu finden, egal welches Social Medium. Genau, und mit Career Foundry trainieren wir Leute von jedem Background, weil das ist immer das allererste, was ich zu hören kriege. Oh, aber Person so und so kann ja gar keine Technik. Aber wir sehen wirklich Leute, die waren davor Landschaftsgärtner und die werden hochqualifizierte IT-Fachkräfte. Also jeder kann das eigentlich, man muss nur wollen. Und weiterhin haben wir eine 98-prozentige Erfolgsquote, das heißt, wirklich fast jeder, der bei uns so einen Kurs macht, kriegt danach einen IT-Job. Und wir wissen das, weil wir den Leuten sogar das Geld zurückgeben, wenn sie den Job nicht kriegen. Und deswegen hören wir sehr schnell, ob jemand den Job wirklich nicht gefunden hat. Gut, aber nun wieder zurück zu den flachen Hierarchien. Also das ist der Kontext. Und natürlich auch als junges Unternehmen in Berlin sind wir im Talentwettbewerb mit allen anderen Unternehmen in Berlin. Und was wir wollten, war natürlich ein super effizientes, super schnell wachsendes Unternehmen zu gründen. Weil als Startup muss man eben schnell wachsen oder man ist eben schnell auch weg vom Fenster. Und wir haben uns überlegt, okay, wir haben jetzt nicht das Geld, das jetzt ein großes Unternehmen zahlen kann, also müssen wir irgendwie ein bisschen was anders machen. Und haben gedacht, okay, so wirklich die besten Talente, die wollen eine gute Kultur und die wollen wenig Hierarchien, wie man das überall so liest. Und so sind wir auf die Idee gekommen, eine komplett flache Hierarchie, also praktisch alle Hierarchien komplett wegzunehmen. Also es gab überhaupt kein Management mehr. Und die Ideologie, die hinter flachen Hierarchien steht, ist eine wunderschöne. Also wenn man sich Bücher zu flachen Hierarchien durchliest, das klingt immer wie im Märchenland. Also total, als gäbe es nichts Besseres in der Welt. Zuerst wird das Unternehmen, sagen diese Bücher, schneller, weil jeder Mitarbeiter kann selbst entscheiden, was zu tun ist und deswegen geht alles schneller. Es gibt natürlich auch keine Politik und deswegen ist das ganze Unternehmen, alle Entwicklungen werden schneller gemacht als in anderen Unternehmen. Zweitens
ist die Ideologie, dass die Mitarbeiter mehr engagiert sind, weil sie eben nicht von einem Manager gemanagt oder micro-gemanagt werden, sondern weil sie selbst entscheiden können, woran sie arbeiten und deswegen mit vollem Elan dabei sind. Das ist die Theorie. Und dann das Letzte ist, dass es mehr Innovation in flachen Hierarchien gibt. Weil eben oft, wenn eine starke Hierarchie ist, dann kommen die Innovationen nur von den Top-Köpfen und nicht von unten. Während in flachen Hierarchien eben der Gedanke ist, dass auch die Ideen und Innovationen von unten getrieben werden. Also von den Leuten, die wirklich jeden Tag mit den Kunden zusammenarbeiten, die vom Kunden hören und die das raufbringen. Also sozusagen die Ideologie dahinter ist eine wunderschöne. Das Problem ist, es hat leider nicht so gut geklappt. Und hier, ich habe Anfang oder im Sommer einen Artikel dazu geschrieben, warum das nicht gut geklappt hat bei uns. Und das ist ziemlich viral gegangen und wir waren in fast allen großen deutschen Wirtschaftsmedien. Hier sieht man das im Manager-Magazin. Und daraufhin haben mich ganz viele New Work-Gurus kontaktiert und gesagt, ich kenne eigentlich niemanden, bei dem sowas geklappt hat mit flachen Hierarchien. trotzdem reden alle darüber, trotzdem ist es irgendwie wichtig in dieser neuen Welt der Arbeit. Und ich möchte jetzt ein bisschen aufzählen, warum das nicht geklappt hat. Ich glaube praktisch nicht per se, dass die flachen Hierarchien dran schuld sind, sondern viele andere Dinge. Und ich denke, ja, man kann immer viel von Fehlern anderer lernen, hoffentlich. Und insofern teile ich das heute ein bisschen. Also, erstens. Die Ideologie der flachen Hierarchien sagt, okay, weil die Mitarbeiter jetzt so viel Engagement haben und sich so verbunden fühlen mit ihrer Arbeit, wenn dann ein anderer Mitarbeiter keine gute Arbeit leistet, gehen die sofort hin und sagen, so geht's nicht, wenn du keine gute Arbeit leistest, dann fällt es ja schlecht auf mich zurück und ich möchte, dass alles hier gut läuft. So, das ist die Theorie. In der Praxis hat das bei uns null geklappt. Weil natürlich, wenn man zum Kollegen hingehen muss und sagen muss, du, deine Arbeit war jetzt nicht so optimal, das hätte ich mir besser vorgestellt. Also das ist eine schwierige Konversation, ja, Kritik zu geben, machen wir als Menschen einfach nicht gerne, ist einfach menschlich, so das nicht gerne zu tun und deswegen hat das auch einfach nicht geklappt. Also praktisch diese schwierigen Konversationen haben nicht stattgefunden und das ist natürlich typischerweise der Job des Managers, diese Konversation zu führen, deswegen wird er auch mehr bezahlt, das ist sein Job, der weiß, er muss es machen, aber auch Manager machen sowas normalerweise nicht gerne. Ja? In vielen Unternehmen mangelt es sozusagen an einer Feedback-Kultur auch genau aus dem Grund, also machen Menschen nicht gerne, aber natürlich in der flachen Hierarchie, wo es keine Manager gibt, ist es dann echt ein Problem, wenn niemand dieses Feedback gibt. Zweitens, die Mitarbeiter haben viel mehr Struktur gebraucht, als wir uns das vorgestellt haben. Das muss man natürlich auch im Kontext sehen. Wir waren damals, also wir sind auch immer noch ein extrem schnell wachsendes Unternehmen. Die Dinge verändern sich fast tagtäglich. Jeden Monat sind wir ein komplett neues Unternehmen. Also wirklich komplett anders als im Monat davor. Und deswegen ändern sich Strukturen und Prozesse ziemlich vehement. Und ohne Manager gab es irgendwie niemanden, der Strukturen über das ganze Unternehmen implementieren konnte. Und zwar auch schnell implementieren konnte. Und das haben wir nicht, also haben wir nicht erwartet, dass niemand sozusagen diese Verantwortung auf sich nehmen würde, zu sagen, okay, ich leite jetzt die Prozesse ein, die es hier braucht. Aber irgendwie hatte sich da niemand richtig verantwortlich für gefühlt. Und das ist uns dann richtig auf die Füße gefallen. Und zuletzt haben sich die Mitarbeiter von der Verantwortung, die wir ihnen gegeben haben, komplett überwältigt gefühlt. Und das ist was, was ich bis zum Schluss erst oder ganz zum Ende erst gemerkt habe. Weil als Gründer, wenn man ein Mensch ist, der gründen will, der gerne Leitung übernimmt, dann mag man es total gern, Verantwortung zu haben. Und dann ist es total okay, mal spät nachts zu bleiben oder das ganze Wochenende an einem Problem oder an einer Lösung zu arbeiten. Aber die Mitarbeiter, viele haben sich davon komplett überwältigt gefühlt, einfach von der Verantwortung, die sie tragen mussten. Wir hatten dann ganz hohe Krankheitsstände, weil die Leute einfach so, ja, also bei hohen Krankheitsständen zeigt sich oft, dass Mitarbeiter überfordert sind. Es kann natürlich auch andere Gründe haben, aber bei uns war es wirklich daran gelegen. Und wir haben das dann erst danach, nachdem wir die flache Hierarchie dann schon abgeschafft hatten, von den Mitarbeitern gehört.
Und dann zuletzt haben wir es vor zu lange laufen lassen. Das war auch ein Fehler. Also wir hatten keinen ganz klaren Cut-off-Point, keinen KPI. Weil natürlich, wenn man so eine kulturelle Transformation macht, dann, ja, wie lange gibt man dem, um Menschen wirklich daran zu gewöhnen zu lassen, dass jetzt alles anders läuft als bei vielen anderen Firmen? Wie lange soll sowas dauern? Und nach 3 Monaten zum Beispiel hatten wir schon gemerkt, okay, das wirklich, wie das laufen sollte, läuft nicht ganz so, aber geben wir dem Ganzen noch mal ein bisschen Zeit. 3 Monate ist nicht genug. Und dann nach 6 Monaten haben wir wieder gesagt, 6 Monate ist einfach nicht viel Zeit, dass Leute sich an ein komplett neues System gewöhnen. Aber eigentlich hätten wir sagen sollen, okay, nee, die Umsätze laufen nicht, wie sie sollen. Wir sind nicht, wir haben unsere Zahlen nicht getroffen. Hier läuft was nicht richtig und wir hätten das viel früher stoppen müssen. Insofern, wenn man solche New Work Experimente macht, ist mein Learning, mein Lernen aus dem Ganzen, ganz klare KPIs und Cut-off Points setzen, dass man weiß, okay, wie viel ist zu viel und wann ist genug. Aber, wie schon zu Anfang gesagt, wir sind Gott sei Dank aus dem Schlamassel rausgekommen. Wir sind nicht gestorben, obwohl fast gestorben, weil natürlich am Ende dieser ganzen Sache, was passiert war, war nicht schön. Also wir waren weit hinter unseren Zielen, die wir den Investoren versprochen hatten. Unsere Liquidität ist Monat für Monat gesunken, zu einem Level, wo es auch ein bisschen unkomfortabel wurde. Als Startup hat man ja auch oft nicht unbegrenzt Cash in der Bank. Und ja, das sah alles nicht so rosig aus. Die Stimmung war deswegen auch angespannt im Team. Und wir mussten dann sogar ganz zum Schluss Leute gehen lassen aus dem Team. Und das ist das Allerschlimmste, was man als Gründer jemals machen muss. Ist überhaupt nicht schön und für die Teammoral natürlich auch ganz, ganz schlecht. Also als Unternehmen waren wir dann, das war im Sommer 2016, ganz, ganz unten. Und haben gedacht, okay, wir waren nicht so weit unten, dass es jetzt ganz vorbei war. Wie bringen wir das jetzt wieder? Wie kommen wir jetzt raus aus diesem Schlamassel? Und was wir dann gemacht haben, hat dazu geführt, dass wir erstmal 500% Steigerung im Mitarbeiter-NPS gekriegt haben. Also wir messen, wie happy die Mitarbeiter mit uns als Unternehmen sind durch den NPS. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie irgendein Produkt nutzen. Dann wird gefragt, wie wahrscheinlich würden Sie dieses Produkt einem Freund weiterempfehlen. Und das ist der sogenannte NPS. Also so messen Firmen die Zufriedenheit der Kunden mit ihrem Produkt. Und wir fragen unsere Mitarbeiter, wie wahrscheinlich würdet ihr euren Freunden empfehlen, bei uns zu arbeiten. Und so können wir messen, wie happy die Mitarbeiter sind. Natürlich der Gedanke, wenn man jemanden empfiehlt, wo zu arbeiten, ist man da happy. Und dieser Anstieg in Mitarbeiterzufriedenheit hat auch in ein sehr, sehr positives Umsatzwachstum sich umgeschlagen. Und wie wir jetzt diese Verbesserung von Mitarbeiterzufriedenheit erzielt haben, kommen wir jetzt dazu. Also, erstmal haben wir was ganz Einfaches gemacht, ganz low-tech, ganz easy, mit einem einfachen Online-Doc haben wir eine Mitarbeiterumfrage angefangen. Haben aber gesagt, okay, nee, wir machen jetzt jedes Quartal diese Mitarbeiterumfrage. Wir stellen immer dieselben Fragen und können dann genau messen, wo wir uns verbessern müssen. Und da kamen eben ganz wilde Sachen raus, ganz wilde Sachen, die davor niemand sich getraut hatte, uns Gründern zu sagen. Aber jetzt, weil es dieses anonyme Forum gab, kamen ganz viele gute Sachen raus. Dann haben wir aber schnell gemerkt, okay, jetzt gibt es hier so viel zu tun in Sachen Kultur, das können wir als Gründer gar nicht bewerkstelligen. Ja, einfach so viel. Deswegen haben wir einen People Operations Manager eingestellt. Und das ist kein HRler, sondern das ist jemand, der sich nur darum kümmert, dass diese Sachen, die aus der Mitarbeiterumfrage hervorkommen, dass da was gemacht wird und dass da was verbessert wird. Und dieser People Operations Manager wird natürlich dann auch daran gemessen, dass jedes Quartal die Mitarbeiterumfrage besser wird. Wir messen natürlich auch nicht nur Zufriedenheit, wir messen Produktivität, Engagement, alle möglichen Sachen. Und da können wir gezielt dran arbeiten und gezielt gucken, was sich verbessert oder verschlechtert. Kann natürlich auch passieren. Und dann zuletzt haben wir das sogenannte Radical Candor Framework eingeführt. Das kann man jetzt nicht gut auf Deutsch übersetzen, Radical Candor, aber es heißt so viel wie,
ehrliche Feedback-Kultur einzuführen. Das kommt von einem Buch von Kim Scott, auch das Bild kommt davon, die sowohl bei Google als auch Apple im Silicon Valley Management Coach ist, ziemlich weit oben in vielen Softwareunternehmen war und gesagt hat, also was den meisten Unternehmen passiert ist, dass sie in einer ruinösen Empathie stecken. Das sieht man hier oben. Und das ist, was wir hatten bei Career Foundry, dass man weiß, der andere Mitarbeiter oder der Kollege arbeitet nicht so gut, wie er oder sie könnte. Man traut sich aber nicht, dem anderen das zu sagen, weil man dessen Gefühle nicht verletzen möchte. Also wir Menschen, ganz oft machen wir nicht die Dinge, die gemacht werden sollten, weil wir die Gefühle anderer nicht verletzen wollen. Das nennt sich ruinöse Empathie. Und das ist ganz schlecht in jeglicher Beziehung. Ob das jetzt eine Arbeitsbeziehung ist, eine Freundschaft oder eine Ehe. Das ist ganz, ganz ungut. Aber gerade in einem Arbeitsumfeld, wo wir sagen, nee, wir wollen hier Resultate, wir brauchen Innovation, wir brauchen Wachstum, ist das ganz schädlich. Jetzt natürlich, und ich glaube, ganz viele Unternehmen, wenn ich das sage, das war bei uns ein Problem, ganz viele Unternehmen haben dieses Problem. Es gibt ganz wenig Unternehmen, die gute Feedback-Kulturen haben. Aber wie bringt man jetzt ein Unternehmen von einer ruinösen Empathie in Radical Candor, wo jeder sofort sagt, wenn irgendwas nicht gut läuft und das dann auch noch gut aufgenommen wird? Hooray, ich habe heute kritisches Feedback bekommen. das ist gar nicht so einfach. Da muss man wir haben viele Schritte gemacht und sind auch immer noch in diesem Prozess. Aber zum Beispiel haben wir wirklich bestimmte Prozesse wir haben mittlerweile Manager, habe ich vergessen zu sagen. Natürlich, nachdem das vorbei war, nachdem wir so am Ende waren, haben wir Management, aber auch nur eine Hierarchieebene eingeführt. Und da sind wir reingegangen, praktisch in diese Beziehung zwischen Manager und Mitarbeiter. Welche Prozesse, also wir haben Prozesse eingesetzt, die Manager befolgen müssen, damit eben mehr Radical Candor passiert. Das heißt, Manager müssen jetzt einmal pro Monat nach Feedback fragen von ihren Mitarbeitern. Das ist immer, wie das angefangen wird, dass man erst selbst nach Feedback fragt. Wenn man sagt, okay, von heute machen wir Radical Candor und morgen gehe ich jetzt zu allen Mitarbeitern und sage, was eigentlich schlecht an ihnen ist, das wird nicht gut klappen. Nein. wie man es anfängt, ist, man muss erst selbst Feedback fragen. Und so praktisch die Mitarbeiter daran gewöhnen, dass es okay ist, Feedback zu geben. Weil natürlich zuerst, wenn man Feedback fragt, das erste Mal, dann wird der Gegenpartner nicht wirklich mit den, sagen wir mal, mit den richtig wichtigen Sachen herkommen. Die sagen dann erstmal irgendwas, was eigentlich nicht so richtig kritisch ist, wie, oh, dein Schnürsenkel ist immer falsch gebunden oder irgendwie was Einfaches. Aber eben dadurch, dass man das immer wieder wiederholt und wirklich sagt, okay, nee, gib mir was, was ich wirklich verbessern kann. Gib mir wirklich was, womit ich was anfangen kann. Und so erstmal die Mitarbeiter oder das Gegenüber kommen lässt und dann erst nach Wochen oder Monaten gibt man selbst Feedback. Und so kriegt man, das ist zwar ein langer Prozess, aber eben das nicht zu machen, ist noch schlechter, weil dann bleibt man für immer in seiner ruinösen Empathie stecken. Genau. Es gibt natürlich auch andere, also es gibt nicht nur ruinöse Empathie, es gibt auch drei andere, aber wir waren eben in dem Bereich und ich glaube, das ist, wo die meisten Unternehmen stecken. Also, um abzuschließen, habe ich drei Takeaways für Sie von dieser, sagen wir mal, wirklich nicht unschmerzfreien Erfahrung, die wir mit unseren flachen Hierarchien gemacht haben. Das erste ist, seine Mitarbeiter zu trainieren und weiterzubilden ist ein absolutes Must. Wir sehen, Berufe ändern sich schneller als jemals zuvor und praktisch dem ist kein Stopp zu geben. Und wenn man nicht anfängt, sich zu überlegen, okay, wie kriegen wir eigentlich hier unsere ganze Mitarbeiterschaft dazu, dass die immer up-to-date bleiben, dann hat man bald eine ganze Arbeiterschaft, die eben nicht up-to-date sind. Und das ist wirklich ein Problem. Und das Zweite ist, es ist sehr möglich, die Leute up-to-date zu halten. Also wie gesagt, wir sehen es ja jeden Tag. Wir haben 98% Erfolgsrate, dass die Leute wirklich in andere Jobs kommen. Also es ist möglich, oder andere Skills lernen. Es ist möglich, es ist natürlich nicht easy, aber es ist möglich. Dann zweitens, und hier wollte ich eigentlich heute so ein Yoga-Wheel mitbringen. Das ist ein Yoga-Prop, sagt man, ein Rad, wo man sich zurücklehnen kann.
Aber es heißt praktisch, do not bend over backward. Also man soll nicht die Welt neu erfinden für New Work. Und ich glaube, dass es oft so mit diesen flachen Hierarchien und all diesen Konzepten, die es da gibt, Holokratie und was weiß ich, das ist, da muss man alles neu erfinden. Und dann überhaupt dem Team und den Mitarbeitern das zu erklären, wie dann alles läuft, dauert Stunden, wenn nicht Wochen, wenn nicht Monate oder wie bei uns ein Jahr und dann hat es immer noch nicht funktioniert. Also ich glaube, es ist besser zu überlegen, okay, was will ich eigentlich aus dieser ganzen New Work-Sache? Was sind die Themen, die wirklich bei uns anders laufen sollen? Und wie kommen wir daran mit einfachen Methoden, die man niemandem erklären muss, sondern die einfach laufen? Und das kommt eben zu meinem, das letzte ist mein Top-Learning. Also ich glaube, am allermeisten mit New Work kann man mit den Managern arbeiten. Hier kann man wirklich was reißen, relativ einfach und relativ simpel. Weil wenn die Beziehung zwischen Manager und Mitarbeiter sich so hingehend verändern kann, dass eben radikales Feedback schnell, transparent und oft gegeben wird, dann ändert sich praktisch alles andere im Unternehmen. Dann gibt es weniger Hierarchie, weil durch eine gute Feedback-Kultur trauen sich die Mitarbeiter mehr, also wird einfach diese Hierarchie angebrochen. Es wird eine Kultur verbessert und Innovation wird auch mehr gefördert, weil einfach dieser Back-and-Forth, dieser Austausch besser läuft, als wenn eine krasse Hierarchie ist. Also ich glaube praktisch im Endeffekt geht alles darauf hin, dass das Verhältnis zwischen Manager und Mitarbeiter verbessert werden soll und die Feedback-Kultur verbessert werden muss. Und das ist auch nicht easy, aber zumindest muss man nicht das Rad neu umdrehen und zumindest setzt man dann die Firma oder die Gesundheit der Firma nicht so aufs Spiel, als wenn man sagt, nee, wir machen jetzt hier ein komplett neues System. Genau, ich hoffe, das war unterhaltsam und freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank.